Dieser Kurzfilm wird dir präsentiert von Pascoki. Der Anfang vom Ende. Am Anfang von allen war nur ein Kopf. Er schaute sich um in seiner neuen Welt. Ja, aber ein Kopf ist nicht ein Kopf. Da gehört auch noch was dazu. Ein Körper. Blub, also kriegt er einen. Und ein Arm. Den testet er auch. Und zu jedem Arm gehört auch noch ein Arm. Also, blub, noch ein Arm bitte. Danke. Ja, oh, der war zwar nicht so ganz, aber man kann das ja alles reparieren. Ding. Und zu jedem Körper gehören auch Beine. Und ein, zwei, ja, das sind wir auch schon. Dann stehen wir auf. Und zu jedem Lego-Mensch gehört natürlich auch eine Lego-Welt. Also, blub, Baumeister, bitte bauen Sie. Ein bling Baum, bling, bling, noch ein Baum, also ein größerer Baum jetzt, bling, dann jetzt noch ein Baum, bling, hier noch einen kleineren Baum bitte, bling. Eine Blume, da vorne, also da hinten noch ein Baum, gut, und bling. Da an der Seite bitte auch nochmal, und jetzt Blumen. Ja, also er hatte die Macht, seine Welt zu verändern. Als er dann ein bisschen rumging, noch, da fehlt doch noch etwas, der Grundstein. Wasser. Also eine Quelle her und schon kommt Wasser raus. Ganz einfach. Und wie soll man jetzt da rüberkommen? Natürlich mit einer Brücke. Gut. Und rüber da. Gut. Und wieder runter. Dann guck dich mal um in deiner Welt, was du so alles verändern kannst. Aber zu jedem Guten kommt auch der Gegensatz. Das Böse. Ja, ging mal ein bisschen weiter rum, hat mal wieder was gebaut. Gut, hier, vielleicht noch ein kleiner See dahin. Und dieser See sollte alles verändern. Er guckte sich im See an und sagte sich, warum soll nur einer sein? Und er machte einen Kopf mit Gesicht, aber dieses nicht. Das auch nicht, das hier. Noch in die richtige Position gestellt und schon kann der Körper gebaut werden. Die beiden schlossen sich gleich in die Arme. Er hat mir auch ein Leben erschaffen. Bing. Als er dann von seiner harten Arbeit wiederkam, nach Hause, ging er dann nach Hause und sein Sohn spielte ein bisschen mit seiner Hand rum. Er ging auf ihn zu und sagte ihm, ich bin so alleine, kannst du mir nicht helfen? Also ging er wieder zum See, da hatte er seine beste Kreativität und kam am nächsten Morgen wieder. Mit einer Frau. Er stellte sie vor, erklärte und die beiden waren überglücklich. Nach einer gewissen Zeit kriegten die sogar noch ein Baby. Ob man es glaubt oder nicht. Ja, da ist es auch schon. Sie freuten sich sehr. Und dann ging es auch schon weiter. Der Vater von den beiden ging ein bisschen in der Welt hinum. Er spürte etwas. Plötzlich kam der Tod. Er fragte ihn, was bist du bloß? Was machst du hier? Er antwortete mit einem Schritt. Und mit Blitz. Er fiel um. Er machte sich Vorwürfe. Was ist bloß, wenn ich nicht mehr da bin? Was ist hier gerade passiert? Also ging er nach Hause zu seinen Freunden. Als er dann angekommen war, Papa, musste er irgendwie herausfinden, wie er denen denn helfen kann. Dass sie sich alleine zurechtfinden. Ich werde irgendwann vielleicht nicht mehr da sein. Was braucht ihr? Werkzeug? Ja. Ich brauche Werkzeug. Also gibt er ihnen eine Axt. Und so begann die Revolution. Er fing gleich an, einen Baum zu hacken. Daraus sollte dann das erste Haus entstehen. Und so kommt das, was wir Zivilisation nennen. Dann kommt auch schon das erste Haus, das zweite Haus, alles. Und desto mehr Menschen es gibt, desto mehr Menschen gibt es auch. Eines Tages guckte sich der Vater um und dachte sich, ich glaube, sie brauchen mich nicht mehr. Und ließ sich holen. Und natürlich, desto mehr Menschen es gibt, desto mehr Streit gibt es auch. Und so entfachte ein Krieg. Hey Mann, ey. Gut. Wir sind ja... Mann, ich halte das nicht mehr aus, Mann. Ich gehe rein.
Nein, tu es nicht! Tu es nicht! Nein! Alter! Ich bin hier! Achtung! Als es dann nun soweit war, kam die Nachricht an den Kommandeur. Sir, unsere Waffen, sie bringen nichts mehr. Wir sind verloren. Und die Feinde haben auch Atomwaffen. Dann setzen wir unsere Atomwaffen auch ein. Setzt unsere Atomwaffen ein. Ja, Sir. Do 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 do